Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Drake News Folge. Heute mit Minecraft, mit einer neuen Grafikkarte und ja, ein bisschen privates Leben. Zuerst zur neuen Grafikkarte. Ich habe jetzt eine GeForce GT 46 gekauft und ja, sie ist recht gut, sehr schnell. Aber das Problem ist, ich kann immer noch kein Shadowplay verwenden. Ich weiß nicht, was die schreiben. Die schreiben 600er und mehr. Und ich habe eine 640er und Shadowplay geht irgendwie nicht. Aber dafür geht das Tuning-Programm, also GeForce Experience und so. Und ich habe sie übertaktet, extrem übertaktet. Also sollte eigentlich alles lagfrei gehen und nehme jetzt halt mit Livestream, also der Livestream mit Open Broadcast Software auf und mit Fraps halt die Aufnahmen. So, ja, tut mir leid, dass ich 3 Tage nicht da war. Also eben die alte, die GeForce 260 GTX Quad ist durchgeschmort und bis ich die ausgebaut habe, die Kabel waren im Weg, alles war im Weg, sie war 3-mal gesichert. Und sie ist einfach nur fett, riesenfett, bis ich die bekommen habe. Da war das Einbauen extrem einfach. Einfach nur extrem einfach. Und die hat Wasserkühlung, die ist super, die ist eben übertaktet. Und alles Mögliche. Sehr, sehr schön. So, dann zu Minecraft. Ich werde ja das Drake-Projekt weitermachen und das Expansion Ultimate Let's Play. Beim Drake-Projekt werde ich jetzt diesmal im Singleplayer ein bisschen machen, weil auf dem Server ja die Monster noch nicht gut spawnen und ich möchte einfach mit euch ein bisschen Action haben und auch ein bisschen wild tun und ein bisschen herumcheaten und sonst irgendwas. Dann werde ich eine neue Welt erstellen mit euch und ja, ich werde wahrscheinlich auch Amplifit nehmen. Ich denke schon. Gibt einfach die besten Welten. Und auf der, wie ihr seht, auf der neuesten Snapshot-Version und immer werde ich es updaten. Also sobald 1.8 rauskommt, spiele ich 1.8 und so weiter. Und ja, und ihr dürft da wünschen, was ihr wollt. Also es ist wirklich frei vom Server, aber ich werde manchmal auf den Server gehen und dort ja, ein bisschen zeigen Sachen, die wir gebaut haben und so weiter im Let's Play. So, dann meine ganzen Saves, alles ist gelöscht. Also Expansion Ultimate muss neu gestartet werden und ja, außer die von Steam, dort werden die Saves gespeichert und bei Blizzard, beim Battle.net Launcher sind alle Spielstände gelöscht von anderen Let's Plays und deshalb muss ich da ein paar Let's Plays entweder beenden oder neu beginnen, aber kein Problem für mich. Ich habe sowieso nichts Wichtiges drauf gehabt und jo, das Wichtigste habe ich ja jetzt wieder. Und ja, alles kommt nacheinander. Beim Conquer the World Let's Play, also Medieval 2 Let's Play, leider muss ich dort auch neu beginnen, das ist auch nicht gespeichert, aber ja, weil Windows 7 ist komplett abgestürzt und Windows 8 wollte ich nicht installieren, da musste ich die Sachen überschreiben, weil Windows 8, das ist so problematisch, zum Beispiel mit der mittleren Maustaste, die kann man nicht weglegen, da kann man in Spielen nicht die mittlere Maustaste drücken, weil dort sonst das Interface aufgeht von Windows 8 und die F-Tasten sind leider auch besetzt. Da kann man auch nichts drauf tun. Also Windows 8, der größte Schrott für mich und da ein No-Go. Ich werde bei Windows 7 Ultimate bleiben, also nicht Ultimate Home Premium bleiben. Werde wahrscheinlich auf Ultimate hochstecken mal, wenn ich es unbedingt brauche. Und eine neue Grafikkarte werde ich dann später kaufen, die war jetzt nur 100 Euro teuer. Ich werde eine für 500 oder 600 Euro kaufen und
dann auch mit Shadowplay, also viel besser im Livestream und so. Aber wenn ein Livestream kommt, da schaue ich, das müsste eigentlich gehen. Und wenn nicht, weiß ich ja nicht, dann liegt es am Open Broadcast Caster Software oder sonst irgendwas. Und eventuell werde ich dann ein Livestream-Aufnahmegerät kaufen. So, im Real Life hat sich auch viel getan. Ich bin jetzt in einem FC und momentan in der zweiten Mannschaft und ja, ich trainiere hart und ja, hab mich ein bisschen verletzt. Da ging einer mit dem Ellbogen voran in mich hinten, in mich rein, habe im Rücken ein bisschen mich gezerrt, aber ich werde am Dienstag wieder trainieren. Ich konnte nur heute, ich kann nur heute Abend das Spiel nicht machen, aber das nächste Spiel werde ich mitmachen natürlich. Und ja, so dann, ja, das Geld kommt langsam, da kann ich viel mehr Games kaufen, kann bessere Spiele mit euch let's playen und eben livestreamen, bis ich müde bin. Also da kann ich wirklich 3 Tage lange Livestreams machen und so weiter, kein Problem. Und ja, was ihr wollt, und wenn ihr irgendwas Bestimmtes wollt im Livestream sehen oder sonst irgendwas, dürft ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Auch welches Let's Play ich anfangen soll oder sonst irgendwas. Und ja, wenn bei Steam gerade Sale oder so ist und ihr ein Game empfehlen könnt, dürft ihr die auch unten hinschreiben oder in die nächsten Dragos News folgen. Und ja, ja, was sich später noch alles ändert, kann ich dann zwischendurch noch sagen. Und wie ihr vielleicht schon wisst, in meinem Kanal, in den Kommentaren, werde ich momentan die News-Ding, dort erfahrt ihr alles sofort, also ja, ich werde es immer wieder sofort schreiben dort und eventuell später manchmal auch im Forum, aber da muss ich jetzt zuerst aktiver werden und auch mehr Leute haben im Forum und dann geht es auch schon wieder. Und ich habe permanent 30 FPS, ich will aber mehr. Also, ja, das war's mit den Dragos News am Samstag. Nächsten Samstag kommt ein festes Dragos News wieder, eventuell zwischendurch noch eine, je nachdem wie viel ich zu sagen habe. Und wenn ich etwas vergessen habe, tut mir leid. Ja, Ion geht weiter, Conquer the World geht weiter, die 2 Minecraft Let's Plays gehen weiter, Diablo 3 geht weiter, Path of Exile geht wahrscheinlich im Livestream weiter und so weiter. Und die Livestreams erscheinen dann immer nachher noch bei mir auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal und sonst eben bei Twitch live. Und ja, das war's. Und ja, wenn ihr Fragen habt, nur zu. Wenn ihr Wünsche habt, nur zu. Und ja, Dankeschön vielmals für die treue Community. Ich finde es wirklich toll, dass so langsam die Community wächst. Und ja, viel Spaß mit den Videos. Dankeschön. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Drake-Projekt. Und wir gehen diesmal nicht auf den Server. Der geht momentan nicht, weil ich die Minecraft-Version 14w20b, also Snapshot, habe. Das aktuellste, weil ich möchte mit euch ein bisschen im Singleplayer mit dieser Version spielen, auf schwer und so. Ein bisschen bauen, Spaß haben und alles mögliche. Weil auf dem Server ist momentan einfach nichts los. Das liegt einfach daran, dass wir am Umbauen sind und momentan halt nicht so viel bieten können. Und uns halt auch an Ruhm und Bekanntheit fehlt. Also wir werden einfach mal eine Singleplayer-Welt machen. Ich werde sie später dann in den Multiplayer, also auf den Server rein tun. Und dann dürft ihr auch dort bauen und so weiter. Aber vorläufig werden wir hier im Singleplayer spielen. Und dass ich euch so schnell wie möglich auch die Version 1.8 zeigen kann, wenn sie erscheint.
Also wir erstellen eine Welt, wir nennen sie Dragonia, so nenne ich die Welten immer. Und Cheats machen wir an, wir haben noch etwas vor, das ist dann nicht so, also cheaten, sondern ein paar Sachen umändern, das geht sonst nicht. Und hier wollte ich ja zuerst Amplified nehmen, aber das lädt so langsam ohne Optifine. Und Custom ist auch nicht so das Wahre. Da kann man zwar sehr viel einstellen, aber alles ist dann nicht mehr so, ja, normal halt, oder? Und an den Ores müssen wir wirklich nichts umstellen. Hier müssen wir eigentlich auch nichts umstellen. Wir lassen das auf normal. Ah ja, das wollte ich noch zeigen. Hier bei Umsize, wenn ihr 8 macht, dann könnt ihr weit rennen. Also da könnt ihr ein paar 10.000 Kilometer rennen, bis ein neues Biom kommt. Ich habe es meistens auf 6 oder 7. Aber für die Welt, für die normale Welt, werden wir hier auf Default machen. Und sonst ist alles gut. Den Seed brauchen wir nicht. Und wir hoffen, wir bekommen seltene Biome und so weiter und haben unseren Spaß. Ja, Mods habe ich natürlich nichts drin. Das Texture Pack ist Swartex Fan-Version, ganz normal, und hat 64 Bit und sieht so, ja, stylisch irgendwie ein bisschen aus, nicht realistisch und auch nicht comichaft, einfach ganz normal, und ich finde es einfach am besten. Wenn ihr andere Texture Packs habt, die ich mal verwenden soll, nur zu, schickt mir einen Link und ich werde es mal anschauen und dann vielleicht verwenden. Und das ganze Let's Play ist interaktiv, ihr dürft wählen, was ihr wollt. Ich nehme es an oder nehme es auch nicht an, aber das ist sehr selten. Ich möchte so viel Freiheit wie möglich geben und eventuell werde ich auch ein paar Modpacks dann noch ein bisschen verwenden, je nachdem wie Bock ihr habt oder ich Bock habe. Und ihr dürft immer sagen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn ihr ein Modpack nicht sehen wollt, könnt ihr das Ding, wir könnten diskutieren, wir könnten abstimmen und so weiter. Also nur zu Kommentare schreiben, wie wild. Und ja, und wenn ihr mitmachen wollt im Drag-Projekt, das Anmeldevideo sollte eigentlich leicht zu finden sein, wenn ihr auf Suche klickt in meinem Kanal oder eventuell dann später im Forum. So, aber jetzt machen wir das mal. Survival ist gut und Create World. Ja, seit 1.7 Version ist der World Generator das Aufbauen von den von den Chunks sehr langsam und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe die Chunk-Weite ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe es. Okay. Im ersten Blick ist das gut. Es laggt ein bisschen. Das ist wahrscheinlich wegen der Word-Generation. Und jetzt haben wir hier Chunk-Fehler. Ah ja, Difficulty will ich hart machen. Das hat einen Sinn. Das werde ich euch gleich erklären. Ich werde noch ein bisschen runterstellen. Ja, jetzt lädt es schnell. So, wir sind hier in einem Taiga-Biom. Sehr schön. Und hier ist sogar noch ein Ding-Biom. Ein Ebenen-Biom. So. Also, die Erklärung, wieso ich... was wollte ich jetzt sagen? Wegen den Chunk-Updates. Nein. Ach komm. Ah ja, wieso, als ich den Schwierigkeitsgrad hart verwende. Ja, man ist zu schnell overpowered und ich will auch ein bisschen Spaß haben. Ich will auch manchmal ein bisschen sterben. Und dafür mache ich ein paar Regeln an. Hier haben wir zum Beispiel Granit, glaube ich. Das ist neu. Das ist wahrscheinlich im Texture-Pack gar noch nicht implementiert. Oh, das ist ein schöner Berg. Den verwenden wir als Villa. Und hier unten wahrscheinlich für eine Farm. Das ist doch mal schön da oben. Und es leckt irgendwie ein bisschen. Also ganz kurze Framerate-Einbrüche von 2 oder 3 Frames nur. Und dann wieder auf 30 hoch.
Ja, das ist wahrscheinlich wieder dieses blöde Fraps, ich hasse es langsam. Und ich kann Shadowplane noch nicht verwenden. Ich brauche eine bessere Grafikkarte. Ich habe nur so eine Schrottgrafikkarte. Ja, 4 GB RAM. Aber, naja, halt alt. Und deshalb. Es ist eine 640er GeForce GT. Und der war unten drunter. Es ist ein bisschen laut, habe ich das Gefühl. Sim. Musik. Friendly Kreatur, hostile Kreatur. So. Das mache ich wirklich nicht. So, jetzt haben wir hier eine Holzspitzhacke und die war, der Zombie war hinten dran. Das habe ich gar nicht gehört, dass der von hinten kam. Ja, okay, ich werde allgemein runterstehen. Das geht mal gar nicht. Wieso ist das alles so hoch eingestellt? Also jetzt haben wir zwei Setzlinge, das reicht. Gehen wir mal dorthin, das hat sogar Kohle und Miselit, oder wie das heißt. Müssen wir schauen. So. Ah, noch eine, noch ein neues Erz. So, ich hoffe, das Textpack wird bald geupdatet. Ich will schon die neuen Erze, die Farben haben. So. Dann werden wir mal die Kohle abbauen. Ich hoffe, mit dem Erz kann man auch Öfen bauen und Spitzhacken. Ich denke schon. Hier könnten wir dann einen Lift rausmachen, einen Eingang zu einem Lift. Oh, ich werde dann viel mit Redstone machen. Ich habe schon ein bisschen geübt mit Redstone. Ich bin aber immer noch ein kompletter Noob im Redstone. Da kann ich besser sogar die Industrial Craft Sachen. Kann ich sogar noch besser als Redstone, aber das werden wir schon hinkriegen. Sonst werde ich Tutorials für, also anschauen und dann es nachbauen. So, das reicht mal. Ich weiß nicht, ob ich mir hier eine Höhle bauen soll. Ja, das werde ich. Dann werden wir hier mal... So. Dann werden wir am Anfang eine Höhle bauen. So. Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht. Dann bauen wir hier schön ein bisschen Stein ab. Stein ab. Wir bauen ein bisschen Stein ab. Also wir werden ein riesen Gebiet machen, alles drum und dran. Und ja, das wird dann in Multiplayer die Let's Player Welt. Nur für Let's Player. So. Das ist gut. Noch eine Axt bitte. Sehr schön. So. Ist es bald dunkel? Ich habe Schafe gesehen. Das ist sehr gut. Schafe, Schafe, Schafe. Schafe, Schafe. So. Und jetzt noch ein bisschen Weizen, das ist sehr wichtig. So. Haben wir denn hier irgendwelche Kreaturen, die ich mal ein bisschen necken könnte? Leider nicht. Ich brauche irgendwas zum Essen. Ich habe hier zwar Zombiefraß, aber sonst nicht. Da muss ich... Hoffentlich gibt es im Berg ein bisschen Wasser. Also hier werden wir ein paar Bäume fällen. Das ist besser. Oh, da können wir gleich die erste Nacht überspringen. Das ist sehr gut. Puh, ich bin noch Survival PvP da. Survival Games geübt. Bei mir geht alles ein bisschen schneller. Und es leckt schon wieder das Blöde. Immer nur mit Fraps. Lass mich in Ruhe.
So, jetzt ist auch der Hintergrundlärm ein bisschen weg. Tut mir leid, aber meine Eltern sind immer sehr laut. Also, ein Setzling, zwei Setzling, sehr schön. Gut, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Eisen, das ist das Wichtigste, das machen wir in der Nacht. Ja, in der Nacht bringt es gar nicht mehr. Und wir haben eine Kiste, seit wann haben wir eine Kiste? Haben wir eine gemacht? Könnte sein. Nein, nicht das. Das. Ja, roten Fleisch können wir auch gebrauchen. Wir können alles gebrauchen. So. Ein Bett. Praktisch. So, was könnten wir machen, bis es dunkel wird? Eine Spinne wäre jetzt gut für eine Angel. Aber leider momentan nicht viel los hier. Machen wir noch ein bisschen das Gras weg für die Setzlinge. Dann nehmen wir doch hier mal ein bisschen Sand. Das ist auch sehr wichtig. Wir machen jetzt alles mal im Berg drin und gehen dann rausbauen. So. Da können wir den Rest dann locker später verwenden, weil dort ja dann Sand, Wiese hinkommt. So, ich brauche einen Ofen, einen Ofen. So, also dann können wir uns eigentlich, bis es Nacht wird, noch kurz für die Regeln ja, die Regeln einstellen. So, na toll, irgendwo hier, das muss ich noch einstellen. So, irgendwie ist mit dem Texture Pack noch nicht alles in Ordnung. So, wir brauchen Glas, um rauszuschauen, was Tageszeit ist. So, jetzt werden wir Game Rule, Keep Inventory True. Das werden wir anmachen, weil es gibt nichts Schlimmeres als das ganze Zeit die Items, dass die irgendwo reinpacken oder sonst irgendwo, wenn wir sterben, verlieren wir immer den größten Mist, weil natürlich Java und ja und Minecraft das irgendwie nicht kann. Dann stellen wir noch ein Game Rule. No mob griefing falls. So, und wir werden hier Glasscheiben machen, können wir noch nicht, komm schon, danke, nicht hier, so Glas. So, hier haben wir das besser hier, so eine Treppe runter, dann werden wir hier das Glas hinbauen, sieht am besten aus. So. Dann sehen wir schön raus. Noch mehr Holz bitte. Und wir haben gleich drei Türen. Das ist auch neu. Ja, aber falsch herum. Ja, toll. Aber schlafen jetzt. Sehr wichtig. So, Dele. Wie könnten wir das lösen? Wollen wir... Ja, komm, wir machen nur ein Typ rein. Weil hier Glas ist, wird das nicht erkannt. Ach, komm. So. Gut, da haben wir schön hier die richtigen Sachen.
Das werden wir alles natürlich sehr weit ausbauen. So. Also, ja, da es ja das Drake-Projekt ist und nicht einfach ein normales Minecraft-Projekt, werden wir immer wieder zwischendurch auf den Server gehen und dort irgendwas machen. Sogenanntes Let's Build. Und eventuell machen wir auch dort das Let's Play mal ein bisschen weiter. Je nachdem. Mal schauen. So. Ich möchte gerne bitte hier die Sachen haben, die Instrumente. Und hier die Kiste. Können wir die hier machen? Kommt hier ein Monster durch? Nö, niemals. Gut. Door, Glas, Granit, Andesite, Seed Stick. So. Man könnte Leder herstellen, aber das ist nicht der Mod. Das Modpack, das falsche. So. Also jetzt müssen wir irgendwie hier runter gehen. Ich denke mal, ja, das reicht hier. Wenn wir hier runter gehen. Aber wir nehmen noch eine Spitzhacke mit. Das ist natürlich sehr wichtig. So, ja, können wir gleich... Ja, nein. Das reicht. Wir werden hundertprozentig irgendwo Eisen finden. Das wurde ja sehr hoch gepusht früher. Da hat man eigentlich nie Eisen gefunden. Und ich habe schon wieder keine Spitzhacken. So. Wahrscheinlich werde ich das Sparks Textpack nehmen, bis das mal gefixt wurde. Weiß nicht gut, wenn man den Ofen nicht benutzen kann, weil er weiß ist. So. Weil das Sparks, das ist einfach das Mod, Ressourcenpack, also Texturepack, das am schnellsten geupdatet wird. Das hat sicher auch die Texturen von der Snapshot-Version, weil es gab schon längere Zeit nicht mehr neue Blöcke oder Items. Und das wäre natürlich gut, wenn dort man schon auf dem nächsten Stand ist und man hat Eisen gefunden. Wir haben Eisen gefunden. So, das heißt Eimer wichtig. Eimer ist wichtiger als eine Spitzhacke. Wir haben 4. Das reicht für einen Eimer, aber nicht für eine Spitzhacke. Aber macht nichts. So. Dann brat mal schön. Gut, dann gehen wir weiter hinten, nach hinten, hier nach oben. Auch sehr wichtig. Ja, ja. Aber wir gehen zuerst raus und die Bäume setzen. Die können wir eigentlich hier einfach setzen. Spruce und Oak Sapling. So. Wir könnten eigentlich auf Deutsch setzen. Umstellen, aber naja, ich spiele lieber auf Englisch, weil ich bin seit 2010 drin und ich habe eigentlich nie auf Deutsch gestellt, weil es natürlich, man ist es einfach gewöhnt an die englischen Namen, aber ich habe jetzt natürlich alle Items. Also die Schrift ist jetzt besser geworden, wenn man hier auf Deutsch stellt. Ist es auch so dünn? Oder immer noch so dünn? Komm schon. Ja, es ist nicht mehr so dünn. Aber hier ist alles weiß jetzt. Dann werde ich es auf Englisch mal lassen, wenn das neue Texturepack... Also wenn ich das neue Texturepack habe, dann können wir wieder auf Deutsch stellen. Aber eben, es sieht nicht so gut aus.
Und jetzt sieht es gar nicht mehr gut aus. Was ist jetzt los? Ja, okay. Wir machen weiter mit dem neuen Texture-Pack. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Tschüss!